Herzlich willkommen bei der Klimazeit. Haben Sie schon Ihren Urlaub geplant? Ach, Sie wollen gar nicht verreisen. Nur 2% der Deutschen geben an, dass sie in diesem Jahr keinen Urlaub machen wollen. Und nun wissen wir ja alle, dass weite Reisen, gerade mit dem Flieger wegen des CO2-Ausstoßes, alles andere als optimal fürs Klima sind. Und dann gibt es schon länger den Trend des Last-Chance-Tourism, also dass Menschen genau dorthin reisen, wo die Umwelt am stärksten bedroht ist. Also zum Beispiel das Great Barrier Reef. Lass es uns noch mal anschauen, bevor es ganz kaputt ist. Urlaub und Klimaschutz. Wie weit klaffen hier eigentlich Wirklichkeit und Anspruch auseinander? Bewegt sich da irgendetwas in die richtige Richtung? Endlich wieder Urlaub. Nach Corona sind die Deutschen wieder im Urlaubsmodus. Die Reisekassen gut gefüllt. Doch was ist eigentlich mit dem Klima? Urlaub und klimafreundlich reisen? Ist das ein Thema für die Reisewilligen? Seit geraumer Zeit planen wir alle unsere Reisen so, dass wir das nach Möglichkeit eben keine Flugreisen buchen müssen. Ich reise nicht. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich wandere viel. Ich fliege auch nicht oft, muss ich sagen. Ich fahre dann schon mal mit dem Auto irgendwo hin, wenn es geht. Aber ansonsten, wenn man weiter wegfliegen will, dann geht es ja nur so. Ja, wir vermeiden Flugreisen, so gut es geht. Könnte, was weiß ich, Radurlaub machen oder sonst was. Aber nee, wir brauchen Sonnengarantie und da muss ich dann schon in den Flieger steigen, hilft nichts. Klar ist schon länger, das Flugzeug hat bei den Verkehrsmitteln die schlechteste Bilanz. Pro zurückgelegten Kilometer sind das 271 Gramm sogenannter Kohlendioxid-Äquivalente, womit mehrere Emissionen zusammengefasst werden. Der Pkw schneidet mit 162 Gramm deutlich besser ab. Erheblich weniger CO2 stößt jedoch die Bahn im Fernverkehr mit 46 Kohlendioxid-Äquivalenten aus. Überraschend, noch besser schneidet der Fernreisebus ab mit 37 Gramm CO2. Von diesen vier Verkehrsmitteln hat er tatsächlich die beste Umweltbilanz. Doch wie einfach oder schwierig ist klimafreundliches Reisen für die Urlauber in der Praxis? Gut machbar, sagt mir Tanja Stehlig von Fährreisen in Kassel. Einige Veranstalter haben mittlerweile spezielle Angebote, etwa als reine Bahnreise. Es gibt ganz viele Städtereisen, die sind mit der Bahn super zu erreichen. Man hat auf jeden Fall einen großen zeitlichen Vorteil, weil man muss keine 2 Stunden noch zum Flughafen fahren, muss dann 3 Stunden vorher da sein, sondern man kommt wirklich gut direkt zur Stadt der Wahl. Und sogar bei Fernreisen zeigt sie mir gut durchdachte Angebote. Essen vor Ort, Schulprojekte unterstützen, das Geld den Menschen in der Region zugutekommen lassen. Ist nicht nur gut fürs Klima. Ja, doch, würde ich schon sagen, dass es dann teurer ist. Aber dann hat man eben schon diesen Aspekt der Nachhaltigkeit mit dabei, weil das einfach dann für die Leute noch mal ein besseres Gefühl ist, als wenn sie das dann noch mal draufzahlen müssten. Der Weg per Flugzeug kann mit Klimaschutzprojekten ausgeglichen werden. Mehrere Anbieter im Internet, wie etwa Atmosphäre, berechnen gezielt die Flugstrecke und leiten das Geld an Spendenprojekte weiter. Etwa für die Renaturierung von Mooren, Projekte zur Müllvermeidung oder Baumpflanzaktionen. Doch nur wenige nutzen bislang diese Möglichkeit. Klimaschutz scheint vielen Reisenden schlichtweg zu teuer zu sein. Schaut man auf das Passagieraufkommen der letzten Jahre, gehen die Zahlen nach dem Einbruch durch Corona 2020 wieder deutlich nach oben. Waren es 2021 wieder 24 Millionen Reisende, 2022 mit 48 Millionen sogar doppelt so viele Menschen. Claudia Brözel lehrt nachhaltigen Tourismus an einer Hochschule in Eberswalde bei Berlin. Sie zitiert aus einer jährlich durchgeführten Umfrage der Reiseanalyse, bei der Menschen gefragt werden, wie wichtig ihnen Nachhaltigkeit ist, mit traurigem Ergebnis. Machen es die Personen auch? Und da muss man sagen, Entscheidungskriterium bei Urlaubsreisen ist nicht die Nachhaltigkeit. Und da sagen 5% der Bevölkerung, so war es, dass Nachhaltigkeit tatsächlich ein Entscheidungskriterium war. Aber 21% sagen, Nachhaltigkeit war neben anderen Dingen ein Aspekt bei der Entscheidung für diese Reise. Dabei sei Klimaschutz in weiten Teilen wirklich einfach, oft genüge schon gesundes Mitdenken.
Wir wollen da vorher keine Doktorarbeit schreiben, indem wir uns die Angebote raussuchen, vergleichen und so weiter. Aber ich glaube, man kann sich schon vorstellen, dass wenn etwas ganz, ganz, ganz billig ist, ja, dass dann eben bestimmte Kriterien kaum zu erfüllen sind. Klimafreundlicher Reisen, die Angebote und Möglichkeiten sind da. Jetzt müssen die Urlauber sie auch nutzen. Ich darf jetzt Ralf Hieke begrüßen, den Vizepräsidenten des Deutschen Reiseverbandes. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, Herr Ramft. Herr Hieke, wie wichtig ist Ihnen Nachhaltigkeit? Sehr wichtig tatsächlich. Wir beschäftigen uns hier bei uns im Unternehmen sehr intensiv damit und schauen, wie Reisen, wenn man sie denn macht, so nachhaltig wie möglich sein können. Denn am Ende komplett nachhaltig werden sie leider nicht sein. Ja, ich wollte gerade sagen, also das Thema Klimaschutz und Flugreisen, je weiter umso schlimmer, kann das überhaupt irgendwann mal zusammenkommen? Ja, irgendwann ist ein gutes Stichwort in dem Kontext, denn es wird ja sehr eifrig daran gearbeitet, mit SAF-Treibstoffen, also Sustainable Aviation Fuels, wie es heißt, und eben E-Fuels, wie sie auch in der Diskussion öffentlich auch häufig diskutiert werden, hier ans Ziel zu kommen. Ehrlicherweise ist das aber kurz- und mittelfristig flächendeckend nicht möglich. Von daher müssen wir in der Zeit, bis wir denn hoffentlich technisch soweit sind, eben auch darüber sprechen, wie wir unser Reiseverhalten entsprechend anpassen. Ja, das ist ja genau die Herausforderung, vor der wir im Moment stehen. Denn Corona ist vorüber und es scheint so zu sein, als wenn sich die Zahlen wieder auf einem Niveau etablieren, das wir vor der Corona-Pandemie hatten. Also es wird kräftig gereist, geflogen und der Klimaschutz fällt hinten runter. Sehen Sie das auch so? Jein, klares Jein. Also natürlich gibt es jetzt nach der Corona-Zeit einen gewissen Aufholeffekt. Ich glaube, wir haben alle gemerkt, dass es auch ganz schön ist, mal andere Dinge zu sehen als die eigenen vier Wände und den eigenen Garten, so schön das vielleicht auch sein mag. Aber da gab es natürlich einen Rückstau und die Leute wollten einfach dann auch wieder andere Länder, andere Kulturen entdecken. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Nachhaltigkeit schon sehr wichtig ist. Also auch das nehmen wir in der öffentlichen Diskussion wahr. Also sei es Fridays for Future, die letzte Generation, auf vielen Ebenen ist das Thema sehr präsent. Und Kundinnen und Kunden setzen sich schon sehr damit auseinander. Und wir merken, dass da auch ein kleiner Unterschied ist, ob man geschäftlich reist oder vielleicht auch privat. Also auch das muss man unterscheiden. Die Flüge geschäftlich gehen eher zurück, weil wir uns alle an Mittel gewöhnt haben, mit denen wir ja auch hier gerade miteinander kommunizieren. Das heißt, man kann wunderbar über Videoschalten arbeiten. Mhm. Aber privat ist doch das Urlaubsbedürfnis recht groß. Ja, genau das ist ja die Herausforderung. Menschen, die das Gefühl haben, sie wollen umweltfreundlich unterwegs sein, aber wenn es dann an den Urlaub geht, dann fehlt die Stellschraube. Müssen zum Beispiel Flugreisen vielleicht teurer werden aus Ihrer Sicht, dass man unnötiges Reisen, auch privates Reisen verhindert? Also an einigen Stellen sollte das sicherlich so passieren. Also Billigflüge kennen wir alle. Wenn dort über den Preis letztendlich der Anreiz zum Reisen geschaffen werden soll, sprich für 9 Euro oder für 19 Euro irgendwelche Angebote dann ausgelobt werden, um an Orte zu kommen, an die man vielleicht gar nicht will, dann ist das sicherlich nicht gut. Und es braucht eine verbindliche Regelung, wie teuer zum Beispiel der persönliche Footprint, also CO2-Fußabdruck, dann bepreist wird. Und dann ist es auch keine Frage, ob teuer oder nicht so teuer, sondern wenn es dort einheitliche Maßstäbe gibt und eben die CO2-Emissionen einheitlich bepreist werden, dann hat man auch wieder den Vergleich. Und dann kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, fliege ich sehr weit weg, bleibe ich in der Umgebung oder nutze ich eben auch im deutschen Bereich oder auch in den Nachbarstaaten die Bahn als Alternative. Also das ist noch ein dickes Brett, das gebohrt werden muss. Und da muss sich natürlich jeder Urlaubende selber an die Nase fassen. Aber auch die Branche steht noch vor großen Herausforderungen. Herr Hieke, Dankeschön an dieser Stelle. Wiederschauen. Gerne. Wir reden hier in der Klimazeit so häufig über Dürren, gezwungenermaßen. Und das trifft ja nicht nur uns in Europa. Schauen wir nach Lateinamerika. Jahrelang zu wenig Regen. Ausgetrocknete Stauseen. In Mexiko beispielsweise ist der Dürrenotstand ausgerufen. Rund 70% der Landesfläche sind von der Trockenheit betroffen. Wassermangel ist in vielen Ländern ein Thema. Argentinien, Uruguay, Bolivien, Panama und aus Brasilien berichtet meine Meteorologenkollegin Iliana Marquez. Hi.
My name is Eliana Marques. Hallo, mein Name ist Eliana Marques. Ich moderiere das Wetter beim größten brasilianischen Fernsehsender. In Brasilien haben wir eine Menge Stürme erlebt. Wir leben in einer Zeit mit starken Winden, enormen Regenmengen, vielen Überschwemmungen, Landesverlusten und auch Todesfällen. Ebenso herrscht aber auch eine Dürre im Süden des Landes. Die dauert nun schon 3 Jahre an und hat Auswirkungen auf die Landwirtschaft oder die Verfügbarkeit von Wasser zum Beispiel. Vor 10 Jahren hatten wir schon einmal eine große Dürre. Damals war ein großes Wasserreservoir fast ausgetrocknet, weil es kaum geregnet hatte. 20 Millionen Menschen in Sao Paulo, einem der wichtigsten Bundesstaaten des Landes, hatten Angst, dass ihnen das Wasser ausgehen würde. Um so einfache Dinge zu erledigen, wie das Haus zu putzen, zu duschen oder einfach nur, um etwas zum Trinken zu haben. Das ist bisher nicht passiert. Aber das ist es, was wir befürchten, wenn es eines Tages in einigen Gebieten des Landes nicht mehr genug Regen gibt. Kümmern wir uns also gemeinsam um unseren Planeten. El Niño, davon haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört. Es ist das Wetterphänomen, das die Passatwinde nördlich und südlich des Äquators wehen lässt, von Ost nach West. Und diese beständigen Winde schieben im Pazifik dauerhaft warmes Oberflächenwasser weg von Amerika in Richtung Asien. Aber alle paar Jahre schlafen diese Winde ein und das warme Wasser schwappt zurück. Und dieses Zurückschwappen hat nahezu weltweit dramatische Auswirkungen. Durch die veränderten Wassertemperaturen hat man auf der einen Seite mehr Verdunstung, woanders weniger. Dadurch regnet es anders und es gibt mehr Hitzewellen und Dürren. Und Tim Steger weiß, welchen Einfluss El Niño auf die globale Mitteltemperatur hat und was das bereits in absehbarer Zeit für Mensch und Umwelt bedeutet. Das Ganze wird sich in den nächsten Monaten noch verstärken und auch wahrscheinlich 1-2 Jahre andauern. Das hat auch Wetterkapriolen zur Folge. Vor der südamerikanischen Küste gibt es Starkregen mit Erdrutschen. In Australien Trockenheit mit Waldbränden. Aber auch in anderen Bereichen der Tropen spielt das Wetter verrückt. Und auch die globale Mitteltemperatur reagiert. Es entweicht sehr viel Wärme aus dem Ozean in die Atmosphäre. Und das hat zur Folge, dass vielleicht sogar die globale Mitteltemperatur einen neuen Höchstwert erreicht. In den vergangenen Jahren hat man das oft beobachtet. Die Temperatur steigt im Mittel zwar an, aber es gibt immer Jahre, die besonders hervorstechen, wie hier 1998 und auch 2015, das waren Jahre mit starkem El Niño, und auch 2023 und 2024 könnten jetzt einen neuen Rekord brechen. Die globale Mitteltemperatur soll ja nach dem Pariser Abkommen langfristig unter 1,5 Grad bleiben. Möglicherweise überschreitet sie jetzt eben gerade das erste Mal diese kritische Schwelle. 1,5 Grad wärmer als das vorindustrielle Niveau, das droht in 2023 oder auch 2024. Vielleicht sind Sie ja noch kein Elektroauto-Fan, aber weltweit ist die Antriebsdiskussion wohl schon entschieden. Bereits in diesem Jahr werden laut Experten rund 14 Millionen neue E-Autos weltweit auf den Markt kommen. Damit ist jeder 5. verkaufte Pkw ein E-Auto und die Marktanteile werden weiter steigen. Insbesondere im größten Automarkt China boomt das Geschäft und manche diskutieren ja noch über die zusätzlichen Strommengen, die wir brauchen. Aber gerade hinsichtlich der Energiewende können E-Autos eine Lösung sein. Genauer gesagt, die Batterien in E-Autos. Ein Haus mit Solaranlage und einem E-Auto in der Garage. Soweit nicht ungewöhnlich. Aber was unter Xaver Pfabs Dach nahe München vor sich ging, könnte unseren Umgang mit erneuerbarer Energie nachhaltig verändern. In den letzten 6 Monaten haben wir den Strom für unser Haus aus diesem Auto bezogen. Hier floss der Strom auf anderen Wegen als gewohnt. Nämlich nicht nur von der Solaranlage ins Auto, sondern auch von dort zurück ins Haus. Dieser Vorgang nennt sich bidirektionales Laden, also Laden in 2 Richtungen. Und das geht so. Strom aus der Solaranlage wird in die Wallbox geleitet, um von dort die Autobatterie zu laden. Ist sie voll, kann bei Bedarf jederzeit Strom aus ihr abgezogen werden.
Die Wallbox transformiert dann den Gleichstrom in der Batterie in Wechselstrom und der kann direkt genutzt werden, zum Beispiel für Rasenmäher oder E-Bike. Er kann aber auch zurück ins Haus geleitet werden und größere elektrische Anlagen wie zum Beispiel eine Wärmepumpe betreiben. Die große Kapazität von E-Auto-Batterien nicht nur zum Autofahren zu nutzen, daran tüfteln derzeit viele Autobauer. Neben BMW zum Beispiel VW, Audi und mehrere asiatische Hersteller. Ein dreijähriges Projekt von BMW und der Forschungsstelle für Energiewirtschaft in München ist gerade beendet. Ergebnis: Der Einsatz von Fahrzeugbatterien als mobile Energiespeicher hat Potenzial für das Stromnetz der Zukunft. Fahrzeuge stehen über 95% der Zeit. Das ist echt beeindruckend. Und wenn wir zukünftig die Fahrzeuge als Zwischenspeicher nutzen, können wir den Strom aus den erneuerbaren Energien in das Fahrzeug laden. Und zu Zeiten, wenn wir beispielsweise keine Energie aus der Sonne oder aus dem Wind haben, können wir diese Fahrzeuge wieder entladen. Und somit brauchen wir zukünftig weniger große Batteriespeichern, um diese Schwankungen auszugleichen und auch weniger Gaskraftwerke, die ansonsten zusätzlich gebaut werden müssten, um die Stromversorgung zu gewährleisten. Die Münchner Forschungsstelle ist optimistisch, dass bidirektionales Laden in ein paar Jahren Teil der großen Energiewende werden kann. Wie gut Batterien die Belastung durch Zwei-Wege-Ladung dauerhaft aushalten, muss aber noch weiter untersucht werden. Auch das Zusammenspiel von Wallboxen, Solaranlagen und intelligenter Steuerung von kleinen wie großen Stromnetzen ist noch nicht ausgereift. Aber man arbeitet dran, denn die Vision ist faszinierend. Von heute 1,8 Millionen Elektrofahrzeugen in Deutschland, die haben schon so viel Speicherkapazität wie alle Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland zusammen. Und jetzt dann weiter 2030, 2040 mit 20, 30 Millionen Elektrofahrzeugen, dann wird das der Energiespeicher des elektrischen Systems der Zukunft sein. Xaver Pfabs Pilotanlage wurde kürzlich abgeschaltet. Die Testphase ist abgeschlossen, jetzt wird ausgewertet. In ungefähr 2 Jahren soll die Idee marktreif sein. Begeisternd ist die Art und Weise, wie einfach es ist, sich eigentlich hier mit Energie autonom zu versorgen. Wir warten mit Spannung auf den Serieneinsatz des Systems, um das eben bei uns wieder in Gebrauch zu nehmen. Bis dahin versorgt die Batterie erstmal wieder nur sein E-Auto. Vielleicht den mobilen Stromspeicher der Zukunft. Wer in den vergangenen Jahren nicht komplett von der Außenwelt abgeschnitten war, hat natürlich schon eine Menge über den Klimawandel gehört. Aber mal ehrlich, wissen wir wirklich, was das bedeutet, was Klimawandel in unserer Umwelt verursacht, wie der funktioniert? Für uns Erwachsene ist das schon nicht immer leicht zu verstehen, aber wie ist das mit Kindern? Wie nehmen sie den Klimawandel wahr? Bräuchten wir nicht so etwas wie eine Art Werkzeugkoffer mit Hilfsmitteln, die uns darin unterstützen, dieses ja doch schwierige Thema zu verstehen? Ein Klimakoffer zum Beispiel. Und was soll ich Ihnen sagen? Meine Kollegin Simone Kienast hat so etwas in Südhessen entdeckt. Svenja Brockmüller und Daniel Volz haben eine Mission. Und die ziehen sie im Geonaturpark Bergstraße-Odenwald hinter sich her. Es ist ein ganz besonderer Koffer. Ein Klimakoffer. Er ist für Schüler, Lehrer und Menschen konzipiert, die sich für den Klimawandel interessieren. Das Projekt Regionalen Klimawandel beurteilen, lernen, das ist ganz wichtig, dass eben junge Menschen, Schüler, Schülerinnen, Auszubildende auch mit dem Klimawandel vertraut werden, feststellen, dass es im direkten Umfeld auch schon Folgen gibt. Und das kann man einfach nicht so zeigen im Klassenzimmer oder im Film. Und deswegen zeigen wir das direkt live im Weinberg. Und wir zeigen es auch nicht, sondern die Schülerinnen entdecken es selbst, indem sie eigene Experimente durchführen. Ein Experiment dient zum Beispiel dazu, die Bodenbeschaffenheit im Weinberg besser kennenzulernen. Dafür wird zunächst ein Rohr in den Boden gehauen. Und ist das Rohr erstmal drin, wird es danach mühevoll wieder herausgezogen. Man sieht schon auf den ersten Blick, dass das wirklich tiefgründig trocken ist, der Boden. Und wenn man ihn jetzt mal ein bisschen anschneidet, sieht man auch ein bisschen mehr. Wie viel Sand befindet sich im Boden oder wie viel Löss? Das ist wichtig für den Weinanbau. Typisch für diese Lagen hier an der Bergstraße wäre eine mächtige Lössbedeckung. Das ist ein Sediment, das wurde hier in der letzten Eiszeit hier draufgelegt. Und das ist ein kalkiges Material. Und um jetzt zu sehen, ob das hier auf der Lage vorhanden ist, würden wir jetzt mit der Salzsäure eine Kalkprobe machen.
Salzsäure? Spannend. Daniel tröpfelt also die Salzsäure auf die Bodenprobe. Es schäumt. Nur was bedeutet das? Die Tatsache, dass es schäumt, verrät uns, dass in dem Boden Kalk drin ist. Und das ist grundsätzlich mal gut. Das deutet einerseits darauf hin, dass hier Löss liegt. Und Löss ist ein sehr fruchtbarer Boden. Auf dem kann man gut Ackerbau betreiben, aber natürlich auch gut Weinbau. Und der ist ganz typisch hier für die Bergstraße. Auf dem 7 Kilometer langen Rundweg mit dem Klimakoffer durch die Weinberge bei Heppenheim im Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald können Schüler in vielerlei Hinsicht auf Spurensuche in Sachen Klimawandel gehen. Hier sieht man zum Beispiel, dass wie die Hitze sich auswirkt, dass die Trauben vertrocknen, die Blätter vertrocknen, dann auch letztlich weniger Schatten auf die Trauben werfen. Es können auch zu Sonnenbrandschäden kommen, aber vor allem erkennt man ja hier sehr deutlich, dass die Trauben dann zusammen wie Rosinen sozusagen zusammenfallen und nicht mehr genug Saft enthalten. Der Klimakoffer beinhaltet Lernstoff für Schüler zwischen der 5. und 12. Klasse. Ich darf jetzt Manuela Kalupke begrüßen. Sie ist die Redaktionsleiterin des Reporter-Magazins 9,5, das man zum Beispiel samstagvormittags im Ersten sehen kann. Frau Kalupke, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Wir haben eben die Geschichte des Klimakoffers so ein bisschen beleuchtet. Ist genau das die richtige Herangehensweise, um diese schwierige Thematik Klimawandel und seine Folgen zu vermitteln? Hallo, Herr Ranft. Also ich finde, es ist eine der richtigen Herangehensweisen. Es gibt ja nicht die eine Herangehensweise. Aber den Ansatz, Kinder ins Handeln zu bringen und ganz konkret mit ihrer Umwelt zu beschäftigen und was tun zu können und aktiv zu sehen, finde ich sehr gut. Also ich finde, das ist ein durchaus guter Ansatz. Ja. Ist das einfach, Kindern was zu vermitteln? Wollen die das hören? Was für einen Anspruch haben Kinder in Sachen Klimawandel? Ich glaube, das kann man auch nicht so pauschal sagen und es hat sich sicherlich geändert in den letzten Jahren. Ich glaube, das Bewusstsein, das merken wir auch so in der Rückspielung von Kommentaren und Nachrichten, ich glaube, dass schon die Bewegung Fridays for Future viel dazu beigebracht, getragen hat, dass Kinder viel mehr wissen wollen, weil das Thema jetzt auch auf ihre Ebene runtergebrochen ist, also ausgelöst durch den Streik mit Greta Thunberg, dass das viel eher im alltäglichen Bewusstsein drin ist. Und dann gibt es aber wahrscheinlich riesige Unterschiede durch das soziale Umfeld, in dem jemand aufwächst. Man weiß ja, dass vor allen Dingen Eltern großes Vorbild sind. Und wenn Klimaschutz oder die Klimakrise zu Hause ein Thema ist, werden die Kinder da auch ganz anders rangeführt. Und sonst natürlich durch Medienkonsum und Schule. Also ja, sie werden damit konfrontiert und es ist auch schwierig, alle Fakten zu vermitteln. Das wissen wir ja selber. Also auch wir Erwachsenen sind ja nicht immer bestens informiert über alles. Das ist die große Herausforderung. Ja, genau, das ist ja die Thematik beim Klimawandel, der so unglaublich komplex ist. Wie geht man denn da am besten ran, um Menschen, egal ob Jungen oder Älteren, Wissen zu vermitteln? Also wir vertreten bei uns die Haltung, im besten Fall finden wir einen alltäglichen Ansatzpunkt. Also wenn man es schafft, ein großes, komplexes Thema so runterzubrechen, dass man sagt, in diesem kleinen Bereich hat es auch was mit meinem Leben zu tun, dann kann man damit schon ganz gut arbeiten, weil dieses Abstrakte oder eine Überflutung an Informationen, das überfordert. Und gerade auch bei der jungen Zielgruppe muss man sehr darauf achten, dass man nicht die Klimaangst schürt. Da gibt es ja auch diverse Untersuchungen, dass das enorm zugenommen hat mit den Belastungen auch durch die Kriegssituation und Corona, die ja auch in den letzten Jahren die Kinder und Jugendlichen betroffen haben, dass auch das Stichwort Klimaangst ein ganz großes ist. Und ich finde, da ist die große Herausforderung, im kleinen Thema anzufangen und vor allen Dingen nicht auf die Krise nur zu gehen, sondern auch positive Berichterstattung. Also ich finde, positive Visionen und Beispiele zu platzieren und zwar flächendeckend, am besten flächendeckend in einem Programm. Also komplexe Themen nahbar machen und so vereinfachen, dass sie trotzdem nicht falsch werden. Diese Herausforderung müssen wir uns alle stellen. Vielen Dank, Frau Kalupke. Sehr gerne. Ich danke auch. Und jetzt geht es bei uns um Champagner. Genauer gesagt den Champagner der Energiewende. So hat die Energieökonomin Claudia Kempfert mal den Wasserstoff genannt.
weil das ein großartiger Energiespeicher ist, der viele Energiebedarfe decken kann. Aber wie beim Champagner auch ist er sehr teuer, die Herstellung ist aufwendig und noch ziemlich lange werden wir wohl nicht genügend davon haben. Was ist das mit dem Wasserstoff? Jennifer Siegler hat sich damit im Funkkolleg beschäftigt. Ich bin Jennifer Siegler und es geht heute bei uns um Wasserstoff. Schauen wir uns diesen Wasserstoff genauer an, zusammen mit Birgit Scheppert. Sie ist Professorin für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie an der Hochschule Rhein-Main in Rüsselsheim. Sie forscht seit 20 Jahren in Sachen Wasserstoff. Was ist Wasserstoff eigentlich? Wasserstoff ist ein Gas, das man aus Wasser herstellen kann. Okay. Und welche Vorteile hat Wasserstoff? Also warum ist er als Energieträger so besonders? Weil er sich so wunderbar speichern lässt und weil er aus Wasser eben erzeugbar ist. Und für alle weltweit der einzigste Treibstoff ist, der aus Wasser erzeugt werden kann und allen und kein Kohlenstoff enthält und allen sozusagen zur Verfügung steht, wo wir Wasser haben. Dazu kommt ein weiterer Vorteil. Mit Wasserstoff kann man sehr unterschiedliche Dinge tun. Man kann damit Automotoren oder Flugzeugturbinen antreiben. Man kann damit aber auch Maschinen laufen lassen, die bisher mit Erdgas angetrieben werden und die dabei klimaschädliches CO2 ausstoßen. So, hört sich ja toll an, aber es gibt beim Wasserstoff auch einen Haken. Damit Wasserstoff komplett CO2-frei ist, muss er auch CO2-frei hergestellt werden. Das ist aber ein Problem. Naja, der meiste Wasserstoff, den wir heute haben, der wird aus Erdgas produziert, was wir ja nicht wollen. Und der ist immer noch sehr viel billiger, als wenn wir grünen Wasserstoff, also Wasserstoff aus der Elektrolyse haben. Elektrolyse, das heißt, der Wasserstoff wird mit Strom erzeugt. Und damit der Wasserstoff grün ist, muss der Strom aus erneuerbaren Energien hergestellt werden. Dann ist er komplett CO2-frei. Das Problem ist aber, wir haben in Deutschland noch zu wenig Strom aus erneuerbaren Energien. Und der ist auch noch sehr teuer. Hätten wir davon aber genug, dann wäre das in Sachen Klimaschutz top. Wenn Deutschland eine richtige Wasserstoffwirtschaft aufbaut, dann müssen riesige Mengen Wasserstoff her. Nur, wo kommt der her? Wo wird der produziert? Einer, der so etwas weiß, ist Falko Oeckert, Forscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Können wir also in Deutschland so viel Wasserstoff produzieren, wie wir brauchen? Nein, nicht nur. Also Deutschland wird auch in Deutschland Wasserstoff produzieren, aber langfristig, sagen alle Szenarien, die ich kenne, wird der größere Teil importiert werden. Okay, importieren also aus anderen Ländern, die gute Möglichkeiten haben, erneuerbare Energie herzustellen. Aus Wasserkraft, Wind oder Sonne. Die produzieren und schicken den Wasserstoff dann zu uns nach Deutschland. Das können beispielsweise europäische Staaten sein, Portugal, Spanien oder skandinavische Länder. So. Kurzes Zwischenfazit. Wasserstoff ist ein super Energieträger. Um ihn zu nutzen, müsste Deutschland aber noch einiges tun. Elektrolysemaschinen größer bauen, Pipelines um- oder neu bauen und dazu noch große Mengen Wasserstoff importieren. Das ist echt einiges. Ab wann könnte das denn klappen mit dem Wasserstoff? Man muss die Sache heute angehen. Wir stehen mit dem Wasserstoff nämlich noch ziemlich am Anfang. Und gleichzeitig können wir nicht damit rechnen, dass vor 2030 substanzielle Mengen an Wasserstoff in Deutschland und Europa erzeugt werden können oder auch nicht importiert oder und auch nicht importiert werden können. Also man muss da geduldig sein und gleichzeitig muss man heute anfangen, um die notwendigen Entwicklungen zu schaffen. Ja, stimmt, absolut. Wir werden nicht in der Lage sein, auch dieses 1,5-Grad-Ziel auch nur annähernd zu erreichen, wenn wir uns so viel Zeit lassen, wie es im Moment ist. Und wir müssen unbedingt umsteigen. Wir müssen dekarbonisieren, defossilisieren, wie man das so schön neudeutsch sagt. Okay, Wasserstoff, vor allem der grüne Wasserstoff aus erneuerbaren Energien, ist richtig wichtig, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Aber wir haben noch ganz schön viel zu tun, bis wir tatsächlich Hochöfen in der Stahlindustrie, Papiermaschinen oder Lastwagen problemlos mit Wasserstoff versorgen können. Mein Fazit ist, das ist eine gute Technologie. Wir haben die. Wir wissen, wie es geht. Wir sind aber wie immer zu langsam. Es muss schneller gehen. Übrigens, noch mehr dazu finden Sie im Funkkolleg Klima, unter anderem in der ARD-Mediathek oder die Podcasts in der ARD-Audiothek. Das war die Klimazeit. Tschüss.